Ja, guten Morgen, ihr fleißigen Segler und herzlich willkommen im wunderschönen guten Tag zu Ships at Sea. Ein Spiel, das ich schon mega lang erwartet habe. Gestern dazu habe ich ein kleines Review ohne Gameplay im Endeffekt gezeigt. Und jetzt endlich am frühen Morgen des Freitags kann ich das erste Gameplay für euch aufnehmen. Und wir werden heute das Tutorial uns gemeinsam anschauen. Ich werde mal gucken, ob ich für den Nachmittag jetzt noch ein bisschen mehr vorbereite. Dann sind wir außerhalb des Tutorials auch ein bisschen unterwegs. Wir müssen eins auf alle Fälle schon mal sagen, auch zusammenfassen. Aktuell ist das Spiel sehr buggy. Das Spiel soll mitunter auch, was ich in den Rezensionen gelesen habe, nicht allzu gut bei euch angekommen sein. Zumindest fragen sich viele, ob es sich nicht einfach um eine Alpha-Version handelt. Ich bin da sehr gespannt. Wir haben uns ja hier und da ein paar Bilder angeguckt aus den Entwicklertagebüchern. Eigentlich sah das sehr vielversprechend aus. Deshalb bin ich einfach mal gespannt. Wäre schon ziemlich traurig, muss man sagen, wenn die Entwickler die Hoffnung so geschürt hätten und dann im Nachhinein sowas herauskäme. Natürlich, es ist ein Early Access, aber mit dem Early Access sollte man doch wirklich meinen, dass da ein bisschen mehr kommt. Zumindest haben wir die Version 0.7, was schon mal dafür heißt, dass es doch ein relativ frühen Early Access Stadion ist. Also da sind noch einige Versionen, die auf uns warten, bis das Ganze auf die Vollversion kommt, also auf die 1. und so weiter. Ich bin gespannt. Lasst mir gerne mal eure Gedanken in die Kommentare und ja, wir werden auch gemeinsam vielleicht mal gucken im Tutorial, welche Einstellung auf eurem PC am besten läuft, denn mittlerweile, mein PC ist auch schon ein bisschen älter geworden, manche Spiele gehen ganz gut. Ihr müsst auch immer wiederum wissen, für all die Neulinge oder auch nicht so technisch versierten Leute, wie ich es bin, aber man kriegt vieles durch Patches und Updates richtig gut hin. Allem voran, das beste Beispiel ist bis heute immer noch der Subway Sim Hamburg. Der ist vor einem Jahr als Release richtig schlecht gestartet, Performance war grottig gewesen mit dem Mega-Update, aber dann ist das Ganze wirklich richtig gut spielbar und das auf höchste Einstellungen, selbst auf meinem PC. Deshalb werden wir jetzt auch hier in diesem Video mal gucken, welche Einstellungen am besten sind. Ich bin jemand, der ganz gerne mal Schattenqualität ein bisschen runtersetzt, Anti-Lasing auch ein bisschen runtersetzt und das Post-Progressing auch nochmal ganz gerne ein bisschen runtersteht. Also das quasi, was da beim Nachhinein verarbeitet wird. Freunde, ich würde sagen, wir legen los. Bin wirklich sehr doll gespannt. Wir machen mal kurz ein bisschen die Musik, vielleicht ein bisschen leiser. Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt auch im Spiel so laut ist. Ganz kurz vielleicht mal. Könnt ihr das erstmal hier so ein bisschen runtersetzen. Dann machen wir das natürlich hier mal richtig schön volle Kanne. Wir wollen ja alles miterleben. Von was wollte ich jetzt gerade zurückkommen? Genau, Gameplay. Ist leider alles nur auf Englisch. Ich hoffe mal, es wird sich mal im Laufe der Wochen und Monate hier ein bisschen ändern. Ist auch natürlich ein bisschen schwach. Man hätte das Ganze vielleicht mal wenigstens auf Deutsch machen können mit deutschen Untertiteln. Falls irgendwelche Stimmen dazu kämen, wäre auf alle Fälle auch für den deutschen Markt, der immer in Schweiz, Österreich, Deutschland, aber auch vielleicht andere Teile der Welt, da auf alle Fälle ansprechen würde. Okay, also Karriere. Ihr habt mir übrigens ganz kurz, bevor wir loslegen, das will ich gar nicht vergessen, Multiplayer habt ihr. Das habt ihr zum Beispiel mit euren Freunden, mit denen ihr dann dieses Spiel starten könnt, werde ich jetzt hier nicht testen. Aber diese Möglichkeit habt ihr auch. Aber ich glaube, dazu gab es auch schon ein paar Mängel. Wir können eine neue Karriere starten. Wir können aber auch eine neue Karriere starten und das Tutorial überspringen. Wir gucken uns aber erstmal das Tutorial an, um zu schauen, wie das Ganze hier funktioniert. Also ich bin auf alle Fälle sehr gespannt. Gut, da sind wir auch schon und wir merken schon, es dauert hier und da. Ja, jetzt ist er endlich da. Was ihr machen könnt, ist folgendes. Wir können ja einfach schon mal erstmal gucken, was haben wir hier. Wir können unseren Namen eingeben, Nikotin lassen wir einfach. Wir können das Geschlecht angeben, Mann oder aber auch Frau. Denn die Art und Weise der Klamotten... Das dauert hier alles ein bisschen mit dem Laden, aber das Gröbste sehen wir hier. Wir gucken uns gleich nochmal was anderes an. Wir haben also, oh, wir haben sogar Fisherman, auch nicht schlecht. Dockworker, genau, Dockworker und Fisherman aktuell. Ich denke mal, da wird auch ein bisschen mehr dazukommen. Ich finde Fisherman gar nicht mal schlecht. Was haben wir davon noch? Ach, hier, ich fand das hier mit dem Beanie ganz cool. Könnt ihr natürlich aber auch abnehmen, wenn ihr wollt. Dann sieht das so aus, aber wir lassen mal ganz gerne hier. So, den können wir jetzt auch hier drehen. Mehr gibt es erstmal hier nicht. Nee. Und hier sind wir auch schon. Und ja, du, es läuft schon mal einigermaßen gut. Das Ganze sieht schon ganz schön aus. Es ist sehr dunkel abgestimmt. Oh, das hier, wenn wir natürlich hier hingucken, das ist wie so ein kleiner Filter, den ihr habt. Oder sagen wir mal, der Sensor in eurer Kamera, der sich dann immer selber irgendwie automatisch einstellt. Hier relativ dunkel, wenn wir natürlich jetzt hier rüber gucken, zum Beispiel auf dem Boden, wird das alles sehr, sehr hell. Warum auch immer das so ist, ist ein bisschen merkwürdig. Vielleicht soll das Ganze so sein.
Wir können mal kurz gucken, was können wir hier in Sachen Settings zum Beispiel auch noch machen. Das können wir uns kurz mal angucken bei Video. Wie gesagt, ich habe erstmal hier Shadow auf High gemacht, Anti-Lasing auch auf High. Da könnt ihr zum Beispiel mal gucken, ob ihr den zum Beispiel einfach mal Anti-Lasing hier einfach mal ausschaltet. Ist für mich immer so ein kleiner Garant dafür, wenn ihr es einfach mal hier zum Laufen bekommen wollt. Ja, und läuft auf alle Fälle schon mal ein bisschen angenehmer. Was ihr noch machen könnt, das können wir mal gemeinsam machen. Jetzt hat das Spiel einmal komplett geladen. Dadurch, dass ich selber auch das Spiel nämlich auf einer externen Festplatte gespeichert habe, habe ich für mich immer so ein bisschen herausgefunden, was manchmal Sinn macht, das Spiel komplett mal zu laden. Also wirklich bis zur Spielwelt einmal rauszugehen und dann nochmal zu laden. Der hat halt quasi, sagen wir mal, schon seine Arbeit geleistet und muss jetzt nochmal so die halbe Arbeit leisten. Und dementsprechend könnt ihr schon ein bisschen mehr Leistung machen. Deswegen nochmal neue Karriere, das geht ja relativ flott alles. Und seht ihr, was ich meine? Das war jetzt so ohne Cut gewesen. Das ging richtig schnell. Die Klamotten sind sofort da. Er hat halt quasi schon so einen kleinen Puffer. Er weiß ungefähr, wo er ist. Kann ich euch nur empfehlen, das auch mal auszuprobieren. Und guck mal, gleich auch schon mal so ein Ticken heller. Und auch ein Ticken flüssiger, finde ich gleich. Das sieht jetzt nicht die extrem dollen Schlieren. Das ist schon mal gut. Also, erst einmal sollen wir rein ins Büro. Rennen können wir auch. Wir können bestimmt... Was können wir noch alles machen? Achso, wir haben ja hier, guck mal. Welcome to Ships at Sea. Also willkommen bei Ships and at Sea. You have just arrived in Rust to start a new maritime career. Du bist in Rust wahrscheinlich. Das sieht so ein bisschen aus wie Skandinavien oder sowas. Um eine neue Seemanns- oder maritime Karriere zu starten. Go to the office and take your first mission to get started. Geh ins Büro und hol deine allererste Aufgabe ab. Wir haben natürlich hier WASD. Wir haben einmal Shift für Renn und ja, ansonsten hier die Maus. In the office you can get missions, bank loans, hire crew and get service like free touring and insurance. Also da kriegen wir im Endeffekt alle Aufgaben. Nehmen wir mal E. Was ist das? Okay. Ah, das ist einfach jetzt wirklich nur... Okay. Ich muss ja die Musik ausmachen, obwohl doch, ich mach mal die Musik aus, ganz ehrlich, wir sind jetzt, es war immer ganz schön mit Musik, aber ich glaube, hier, das ist ganz angenehm, wenn wir mal ohne Musik spielen. Ah, viel schöner. Aber ganz kurz mal, also wir haben jetzt eine neue Aufgabe bekommen, jetzt hören wir uns einfach so ein Büro ab. Ich finde, das Wasser sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Manche haben auch das Wasser so ein bisschen bemängelt. Also schön sieht es auf alle Fälle aus. Wir arbeiten hier mit der aktuellsten Unreal Engine 5.4. Gut. Ich glaube, wir konnten eigentlich auch Third Person machen, wa? Ah, okay. Das ist hier unsere ID-Karte. Also quasi ein bisschen unser Nebenhauptmenü mit unserem Spieler, welches Level wir gerade sind, unsere aktuelle Mission, die wir haben. Wir haben einen Skillbaum, wo wir uns auch ein bisschen verbessern können. Unsere Boote aktuell. Wir haben erstmal dieses kleine Ruderbötchen und auch Hilfe. Okidoki. Können wir die Kamera ändern? Ich habe halt irgendwie mal gesehen, dass man vielleicht auch eine Kamera ändern kann. Das können wir ganz kurz mal gucken. Wie gesagt, heute wirklich nur Tutorial. Heute gucken wir es nur an. Und auf den Nachmittag, wenn ihr Bock habt, können wir uns gerne noch mehr angucken. Hier. Toggle Kamera. Ich glaube, das könnte es wahrscheinlich sein. Ah, schön. Achso, ganz kurz, ich habe meinen Controller hier auch. Funktioniert auch. Schön. Und wird auch umgestellt. Ach, das ist toll. Tastatur wegpacken. Ihr kennt es ja vielleicht unter den Konsolenbesitzern, aber auch generell, ich glaube, viele sind halt einfach auf den PC selbst mit Controller unterwegs. Wo müssen wir eigentlich jetzt hin? Okay, das haben wir jetzt schon gemacht, das Game-Menü. Ja, ich glaube hier, ach, guck mal, ja, ich war jetzt gerade so verdallert gewesen. Ich muss jetzt aus meiner Schande so ein bisschen gestehen, ich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr die Rezession angucken können. Viel war davon gesprochen gewesen, dass halt enttäuscht waren. Early Access ist natürlich immer klar, mitten in der Entwicklung, keine Vollversion, aber dass für viele halt irgendwie eine Alpha-Beta-Version halt ist. Was noch? Wasser war bei dir nicht so schön. Ich finde das Wasser aber gar nicht schlecht. Viele waren ein bisschen enttäuscht gewesen, wo die Boote sind. Ich glaube, das kommt halt erst nach und nach. Gut. Ah, erstmal Undock. Okay, wir haben leider hier nicht so viel Animation, muss ich sagen. Da seht ihr, guck mal, da ist dann das Seil hier, warte mal. Zack,
Zack. Das ist unser kleines Menü. Kann man wieder hier rausgehen? Rauch mal zurück. So hier. Oh, das sieht aber auch schön aus. Also wir können irgendwann mal auf das gucken. Ja, auf dem Wasser. Ja, das ist schon. Ach so, ja. Das heißt, müssen wir mal ein bisschen gucken, wie ruht er sich. Wenn wir vorwärts wollen, also wir müssten im Endeffekt eigentlich die Kamera so drehen. Ist natürlich ein bisschen problematisch, weil normalerweise rudert man ja auch so. Wenn wir jetzt nach vorne wollen, müssen wir aus der Perspektive eigentlich gucken, weil dann rudern wir nach da lang. Wenn wir rückwärts wollen, müssen wir nach da lang rudern. Das ist cool. Hier können wir einmal drehen. Okidoki. Wo müssen wir eigentlich hin? Wir müssen dahin. Jetzt ist natürlich so ein bisschen doof, muss man dazu sagen. Aber ich glaube, es könnte sich auch ganz gut geben, wenn wir Ego-Perspektive haben. So, rechts. Ist das zu merken? Andersherum, ihr könnt es auch umstellen, dass wir hier nach vorne müssen. Und wir könnten gucken, guck mal, wir können hier auch drehen. Oh, das ist gut, ja. Okay, das ist ganz cool. Oh ja, im Wasser ist es schon teilweise sehr performancehart. Das ist aber auch schon fast abzusehen, dass das so extrem hier ist. Wir können mal wieder gemeinsam gucken. Das war vielleicht für eine schöne Einstellung. Finde ich, das Wasser, ja, das Wasser ist sehr schön gemacht. Finde ich persönlich. Problem ist halt natürlich, dass es so Performance-Raum, das Wasser, dass es schon fast klar ist, dass da so ein paar Probleme gibt. Wir können mal die Sichtweite einfach mal ein bisschen runter machen. Effects, Reflection, Shadow. Was wir auch noch machen können. So vielleicht kleinere Effekte, die wir vielleicht noch ein bisschen runterstellen. Obwohl es jetzt kein großer Unterschied macht. Also das Wasser ist sehr, sehr Performance-Raum. Das merken wir jetzt hier mal. Falls euch das komplett stört, wie gesagt, einfach mal Third-Person-Ansicht verwenden. Und der fällt es gar nicht so sehr auf, dann geht es immer noch. Ja, man versucht es natürlich hier richtig schön zu animieren. Jetzt müssen wir mal gucken, wo kann ich denn hier anlegen? Da ist eine Leiter, da kann ich ja bestimmt hoch. Also Wasser wird sehr interessant sein für das Spiel natürlich. Wobei man auch natürlich immer noch sagen muss, dass natürlich jetzt auch gerade mit so einem Ruderboot das Ganze ein bisschen schwieriger ist. Also wir tauchen ordentlich mit dem Ruderboot ein. Ich sehe es aber jetzt nicht so als Negativpunkt. Also ist aber auch heute immer so ein bisschen Geschmackssache. Können wir hier irgendwo andocken? Nee, anscheinend nicht. Aber so, die Boote finde ich sehr schön irgendwie alles. Manchmal auch die Boote so ein bisschen bemängelt, so wenig Boote irgendwie ringsherum. Aber so mal gleich den ersten kleinen Einblick, was wir später auch alles dann haben könnten, haben werden. Ah, guck mal, ich glaube, hier sieht es ganz gut aus. Nee, doch nicht. Ja gut, ich muss wahrscheinlich mir irgendwie eine Plattform suchen. Oh, ist aber ein weites Stück. Oh, da habe ich fast falsch eingesetzt. Das ist ja doch wirklich ein weites Stück. Nee, aber wie gesagt, für diejenigen, die vielleicht da irgendwie ein bisschen Befürchtung haben, oh, soll man sich das hier wirklich holen, ist ein bisschen, müsst halt immer selber wissen, also das mit dem Wasser war schon fast abzusehen. Das Wasser sieht sehr, sehr gut aus. Man will die Effekte darstellen. Und das ist natürlich sehr Performance-Raum für euer Spiel, muss man echt mal sagen. Und da ist natürlich auch ein bisschen so das Problematische. Fällt natürlich am meisten auf in so einem Ruderboot, muss man echt mal sagen. Wenn ihr mit einem Schiff da erstmal durchschippert und die ganze Gischt aufkommt vom Segeln, denkt man sich so, ja, okay, ist halt so, wie es ist beim Ruderboot, ist natürlich ein bisschen extremer. Okay, weiß jetzt nicht, was das jetzt für eine Randinformation war, aber okay. Aber ansonsten jetzt mal so an sich, wie gesagt, nicht mal vollste Einstellung. Es sieht sehr, sehr schön aus. Also es macht auf alle Fälle jede Menge her. Schön ist auch, wir können auch hier auch ein bisschen so reinzoomen. Das heißt, wir können auch einfach Thema. Da sieht man einfach mal, wie schön es eigentlich trotz all dem ist. Klar,
es geht immer besser, die Leute haben immer ein bisschen was zu meckern. Aber es sieht hübsch aus. Also es sieht wirklich hübsch aus. Jetzt so im Stillen und stehend. Find das richtig toll. Wie gesagt, halt Ego-Perspektive, Ruderboot, das ist sehr unangenehm. Das muss ich echt auch wirklich gestehen. Hier. Guck mal, da merkt er sofort, guck mal. So, wunderbar. Und jetzt so, papp, da kommen gleich die Frame-Einbrüche. Aber ich finde es immer noch spielbar. Auch wenn es mit dem Segelboot jetzt gerade ein bisschen nervig ist, so weit zu schippern. So, da vorne haben wir ja so eine Anlegestelle, genau, so eine kleine Plattform. Oh, machst du die Ruder auf bei Freud? Können wir da uns wahrscheinlich gleich mal andocken. Haben wir? Ah, muss parallel sein. Kann ich jetzt so? Parallel zum Dock. Okay. Ach, hier. Meint er jetzt so parallel, weil... Ah, wahrscheinlich meint er so parallel, wa? Okay. Exit Boot. Ja, Exit Boat. Was heißt Exit Boat? Warte mal, mal gucken. Wird jetzt hier nicht angegeben. Das ist jetzt hier auf der Tastatur F. Okay, dann müssen wir jetzt so machen. Ich bin auch gespannt, ob wir jetzt auch ein paar NPCs hier haben. Aber ansonsten, wie gesagt, wenn man sich das mal so ein bisschen anguckt, es sieht hübsch aus. Na gut, hier wartet aber niemand leider auf uns. So. Place. Okay. Dafür haben wir jetzt Geld bekommen. Und jetzt müssen wir anscheinend wieder komplett zurück die Strecke. Ja. War ja mal schon mal für die erste Mission gar nicht so verkehrt gewesen. Ach, das ist auch nicht schlecht. You can teleport back to the port if you roll back the port yourself. You will gain. Nee, mach mal erstmal Teleport. Wir wollen ja hier ein bisschen was erleben. Also ihr könnt auch teleportieren. Ihr verzichtet aber dadurch dann auf Erfahrungspunkte. Okay. Jetzt gucken wir mal, drücken wir mal A. Also lustigerweise haben wir noch keine Tastatur hier, keine Funktion auf dem Controller zum Aussteigen. Tastatur nehmen wir einfach mal. Und jetzt gehen wir mal zum Office. Herzlichen Glückwunsch, du hast die erste Mission geschafft. Geh zurück zum Büro für deine nächste Mission. So, wo ist hier Ren? Ja, auch ein, der hat auch einen süßen Gang hier drauf. Düpp, düpp, düpp. So ein bisschen wie Robocop. Schade, da kann man nicht weiter. Der sieht wirklich wie Robocop. Seemarkierung reparieren, okay. 20.000 kriegen wir dafür. Das heißt, wir müssen Power Drill und a Fuse kaufen. Die kaufen wir, mal gucken, wo wir die kaufen. So, das scheint erstmal nicht so ein Bütchen. So, müssen wir mal gucken, wo wir das kaufen können. Ich glaube hier voll falsch, habe ich das Gefühl. Wo ist eigentlich auch mal so eine ganz doofe Sache? Achso, das machen wir oben ja sowieso. Aber wo ist denn unsere Markierung? Sind wir das Boot oder ist das Boot unser Boot? Ah, Shop. Komisch, das habe ich aber bei... Das war genau daneben gewesen. Vorher gar nicht so gesehen, auch beim Umdrehen nicht merkwürdig. Was mich aber wirklich stört, und es kommt auch so ein kleines Endfazit, ist halt wirklich, dass wir keine NPCs haben, weil es wirkt halt wieder so voll leer und ein bisschen, langweilig. So, jetzt kaufen wir uns ja anscheinend so eine kleine Bohrmaschine und Fuse. Steht da drin, wie viele? Oh, einfach mal zwei. So, jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Wir sollen zurück in unser Boot und zu den Seemarkierungen rudern, um die Mission zu beginnen. Rowboat, okay.
Unser Segelboot ist jetzt da unten, oder was? Ach ja, stimmt, weil wir was da angebunden hatten. Ja. Achso. Ich dachte schon, ich springe jetzt da rauf. Gut, was haben wir gesagt? Einmal ableihen. So. Und dann drehen wir mal hier. Wie gesagt, die Perspektive ist die wichtigste. Ach guck mal, hier ist auch so eine kleine Markierung immer, die einen so ein bisschen anzeigen, wo ihr euer Boot hinsetzen könnt, damit ihr ans Land gehen könnt. Ich für mich persönlich habe die Distanz auf metrisch gemacht, seht ihr ja hier, und Geschwindigkeit auf Nautik, also mit Knoten und so, das sehe ich noch nicht ganz so durch, aber ich denke mal, das ist dann so ein bisschen die maritime Art. Aber Meter war mir wenigstens wichtig gewesen, dass man ungefähr weiß, wie weit. Das wird auch hier Yards oder so verwenden. Achso, und vielleicht noch ein ganz kleiner Tipp von meiner Seite aus. Ich habe jetzt einfach mal mit der Kamera rumgespielt, jetzt hier zum Beispiel. Ich bin jetzt mal ein bisschen weiter weggegangen, weil ich mir dachte, die Performance läuft ja auch das, oder beziehungsweise so gut, wie das, was er gerade zu sehen bekommt, beziehungsweise was das Spiel jetzt gerade verarbeiten muss. Er muss mal jetzt natürlich auch verarbeiten, dass wir jetzt hier durch die Gischt fahren, aber nicht so detailliert darstellen müssen. Wenn wir jetzt aber ein bisschen näher ranfahren. Und guck mal, das jetzt immer so kommt, die Gischt, dann stockt es so ein bisschen, stottert so ein bisschen. Wenn wir, wie gesagt, jetzt ein bisschen weiter weggehen, wirkt es doch permanent ein bisschen flüssiger. Müsst ihr auch vielleicht mal damit ein bisschen spielen. Wie gesagt, ich hoffe mal, dass die Entwickler da schnell eine Lösung finden, da auch die Performance zu verbessern. Das ist alles möglich mit den passenden Updates. Gut, wie soll ich jetzt die Kamera ändern, meinst du? Oh, ah, siehst du, jetzt hab ich mich schon wieder vertan. Links und so war alles richtig gewesen, aber das ist ja für uns jetzt hier rückwärts. Also wir sollen wahrscheinlich uns hier sehr nah ranbegeben, weil oben die Marker sollen wir da setzen. Was ist die von der Seite? So, jetzt sind wir hier. Ah! Sehr schön. Ah, okay. Da sind wir schon drauf. Ja, also mir fehlt aber auch so ein bisschen die Zwischensequenzen. Warum, vielleicht kommt es ja hoffentlich später irgendwann mal, warum nicht einfach wirklich andocken, ganz normal, und dass man dann da hochklettert? Das wäre irgendwie eine schöne Sache. So, wir nehmen jetzt einmal hier unser Interieur. Das machen wir jetzt mal mit der Maus. Nicht alles geht mit dem Controller. Warte, wir machen mal hier. Ja gut, da ist dann klar. Jetzt haben wir es. Auch schlecht zu sehen hier. Okay, jetzt können wir einmal öffnen. Look at the Objektiv in the Mission Menü. Da habe ich jetzt 9 eingesetzt. Wunderbar. So, jetzt alles richtig, oder? Achso, weiß, okay. Gut. Haben wir. Sehr schön. Okay. Und jetzt wieder schließen. Ja, du, das muss auch alles gemacht werden, wa? Guck mal, jetzt leuchtet sie mich hier wieder schön auf. Okidoki. Sehr schön. Wie kommen wir jetzt hier wieder runter? Mit Eva. Genau. Ja, bitte teleportieren. Haben wir jetzt eigentlich, ja, angebunden haben wir ihn nicht. Maritim gesehen habe ich gar nicht die richtigen Fachausdrücke dafür. Jetzt gehen wir mal ins Büro. Learn to fish. Okay, das geht jetzt recht schnell. Wahrscheinlich eine der letzten Sachen, die wir jetzt noch lernen werden, weil es jetzt keine direkte Mission ist. Ja, einmal, wa? Einmal reicht er hier vollkommen aus, denke ich mal. Dann sollen wir den Skill auch noch erlernen. Hier nämlich. Fishing wahrscheinlich. Okay, ich muss wieder mal gucken. Use the Jigger. You will also need the Jigger Skill. Go to the Skill Tree. Tap on your lock dock.
Unter Fischen soll der sein. Fischen. Ach, hier. Okay. Sehr gut. Nun können wir anfangen zu fischen. Zurück zu meinem Boot und auf geht's zum Fischen. Das wird natürlich auch eine der Aufgaben sein, dass wir auch mal Fische holen müssen. Ob mit einem kleinen Ruderboot oder mit großen Schiffen, die wir auch verkaufen können. Also ich bin gespannt, in welche Richtung das dann auch gehen soll. Es wirkt immer so lange Zeit wie Open-World-Wirtschaftsmodus. Also da bin ich auf alle Fälle mal gespannt. Ja, okay. Unlock. Und dann einmal nach vorne. Wieder mal die Kameraperspektive. Das finde ich angenehmer. Da müssen wir mal gucken, wir sollen jetzt hier nach links. Oh, das ist auch wieder jetzt hier. Ah, das war vorhin die Information auch gewesen mit Fischhabitat. Das ist halt jetzt ein Bereich, wo wir gut fischen können. Da müssen wir jetzt erst einmal hin. Machen wir auch, wir sollen drei Fische fangen und in diese drei dann auch wiederum verkaufen. Was ich, wie gesagt, schon mal sehr gut finde, weil ich bin ganz ehrlich, Ruderboot hin oder her, schön gemacht, alles toll. Ich finde es ein bisschen langweilig. Also denn lieber irgendwie mit einem Bötchen oder so. Ich würde aber wahrscheinlich auch mit einem Boot es langweilig finden, wenn das Spiel einfach ohne NPCs aktuell ist. Und das scheint wirklich der Fall zu sein. Nicht zum einen, dass es halt langweilig ist, aber zum anderen ist es halt nicht realistisch. Wir sind auf so einer großen Schiffswerft, also hier so einer Hafenanlegestelle, wo alles Mögliche gemacht wird, ob Fangen oder die Reparaturen von solchen Signalen, alles Mögliche im Endeffekt. Und wir arbeiten hier ganz alleine. Finde ich mal, da würde ich ein bisschen schade finden. Ah, okay, wir sollten einfach nur diesen Bereich erreichen, wie ich schon gerade gesagt habe. Wir sollten einmal E drücken. Den sollen wir uns jetzt hier mal nehmen. Ach, cool. Okay. Jetzt verstehe ich aber nicht ganz so. Wie kann ich das jetzt wieder hier reinholen? Ach, sehen können wir währenddessen. Das ist ja schon mal ganz in Ordnung. Ja, was mir nämlich jetzt schon mal aufgefallen ist, er segelt ganz gerne mal von alleine. Du musst auf alle Fälle aufpassen, dass er so ein bisschen stehen bleibt. So. Okay. Mal runterlassen. So, jetzt ist. Genau. So, dann steht hier Klick Mausbutton und Circle are green. So, aber was soll das genau heißen? Ja, nur wenn er jetzt zum Beispiel aufleuchtet. So, das ist dumm gemacht. Jetzt weiß ich, was das Problem ist. Kann ich euch gleich mal erklären. So, wenn es langsam ist, müssen wir aufpassen. Nicht zu doll ziehen. Es hat ja dieses komische. Jetzt zieht nämlich gerade der Fisch wahrscheinlich. Ein bisschen warten, da könnt ihr einfach nur so ein bisschen nachziehen. Nicht zu viel. Dauert zwar ewig und drei Tage. Och, ey. Das ist ein harter Kampf mit dir. Drei Stück davon. Muss aber eins aber loswerden. Wir haben ihn. Haben wir ihn? Ja. Eingefangen. Genau, eins. Ich muss aber eins loswerden. So, guck mal, sieht das Wunderwasser wunderschön aus. So. Ah, wiederum nicht. Also, was ihr machen müsst, es ist wirklich doof gemacht. Also, das muss auch auf alle Fälle behoben werden, wenn es um Fischen geht. Gerade hier mit so, mit einer normalen Angel oder hier mit so einem Jiggle. Ihr drückt erstmal hier E, um die Leinen rauszuziehen und dann einfach ganz normal rauslassen. So, jetzt ist das Problem, ich glaube, das ist nämlich ein Fehler hier. So, es heißt, beim grünen Kreis sollst du die linke Maustaste drücken. Ihr müsst die linke Maustaste, ihr könnt erst dann drücken, wenn ihr, mal gucken, wo unser Jiggle wieder ist. Die müsst ihr nämlich hier mit eurer, mit euren Anvisierpunkt hier, diesen weißen, die müsst ihr den Jiggle erstmal treffen. Das ist ein richtig doofer Fehler des Spiels mal wieder. Wo ist jetzt unser Jiggle? Der ist natürlich, wo ist der denn jetzt schon wieder? Okay. Der verschwindet einfach. Warum auch immer. Da. Jetzt haben wir ihn. Also das ist ganz definitiv nicht gemacht.
Alter, was macht der Fisch da? Was macht denn der Fisch? Wo ist er denn? Da. Der ist aber gut drauf, wa? Der springt sogar richtig. Oh, kannst du ihn werden, wie du möchtest. Ich hab dich gleich. Oh. Der ist fix und fertig. Ja, den haben wir, ich wollte gerade sagen. Also das ist halt, wie gesagt, sehr, sehr doof gemacht. Wir probieren wirklich mal hier wirklich einfach straight ins Wasser zu gucken. Oh, jetzt müssen wir unseren kleinen Jiggy wiederfinden. Der ist nämlich da. Wie gesagt, ihr müsst dann nah genug sein, um mit euren, hier diesen Anvisierpunkt, den weißen, eure Route, sage ich jetzt mal, wirklich zu erwischen. Und dann bei grün könnt ihr drücken. Ah, verschwinde mich nicht. Warte. Ja, jetzt haben wir ihn. Also das ist eine Sache, die müssen auf alle Fälle besser. Das ist jetzt bis jetzt das Allerschlimmste jetzt hier an diesem Spiel. Das System an sich ist cool, aber dass der euch, wenn ihr die Line rausfahren lässt, auf einmal auf eure Hand verschwindet und die erstmal wieder fangen müsst. Jetzt haben wir ihn. Sehr schön. Sell all fish. Gut. Good job. No, you can sell the fish. You just could return to support and visit the fish. Ja gut, und wie kann ich jetzt aber... Also Freunde, ich würde mal sagen, ein kleines Endfazit, auch wenn vielleicht das nicht das ganze Tutorial sein soll. Das Spiel ist problematisch. Das Spiel ist im Endeffekt das, was wir hier optisch sehen, sehr schön. Spielerisch noch sehr problematisch. Aktuell habe ich jetzt Probleme mit, ich sag jetzt einfach mal, laienmäßig mit unserer Angel. Die kann ich jetzt gerade irgendwie nicht wegpacken. Zumindest wird mir jetzt hier keine Information gegeben, wie ich sie wegpacken kann. Wir haben übrigens auch hier eine Karte, okay. Was habe ich jetzt gedrückt? Okay. Ich glaube, ich habe irgendwas... Habe ich V gedrückt oder irgendwie sowas? B oder irgendwie da in der Art und Weise. Okay. Aber das schon mal. Sehr schön. Puh. Schon ein bisschen meine Befürchtung gehabt. Gut. Nee, das war es dann auch gleich erstmal gewesen. Wie verkaufbar ist auch den Fisch? Ich denke mal, das war es auch mit den Tutorialen hier. Zumindest werden wir dann in der nächsten Folge Karriere starten ohne dem Tutorial. Das ist ja natürlich auch möglich. Also wir müssen nicht nur gedrungenes Tutorial spielen, was eine coole Sache ist. Wie gesagt, Early Access aktuell. Wir kriegen das Ganze für 22,50. Normalerweise, glaube ich, 25 Euro ist gerade so ein bisschen rabattiert im Angebot. Es ist hier jede Menge zu machen. Das müsst ihr halt wirklich vorher wissen. Also, wer da jetzt ein fertiges Spiel oder sagen wir mal ein fertiges Spiel für ein Early Access erwartet? Nee, überhaupt nicht. Vielleicht, ich hoffe mal, ist es nur ein Tutorial, so das werden wir in den nächsten Videos sehen. Aktuell finde ich es natürlich ein bisschen schade, das könnte man auch ein Tutorial eigentlich trotzdem so beibehalten, dass NPCs mir fehlen. Also hier ist halt kein Leben. Die ganze Spielwelt sieht schön aus. Mit den Häusern, mit den Lichteffekten, man kann sich das richtig vorstellen. Die Sonne steht tief und allem Möglichen, obwohl ich sagen muss, so rein vom Wetter her hat es jetzt hier nicht viel verändert. Aber wie dem auch sei. Performance aktuell mittel bis grottig, je nachdem, wo ihr gerade seid. Also eigentlich ganz gut auf Land. Auf dem Wasser natürlich sehr schwierig durch die ganzen Effekte. Ihr seht, die Spritzer, die zum Beispiel vom Ruderboot erzeugt werden sollten, sind sehr schwierig. Gerade auch, und ich habe es ja schon gesagt, wenn ihr die EO-Perspektive verwendet, ist es sehr, sehr schwierig. Deshalb verwendet wirklich beim Rudern, auch wenn es hier richtig schön aussieht. Aber wenn es euch das zu sehr stört und es sieht auch dann unschön aus, wenn die Wasserspritzer eigentlich, ja, sagen wir mal, gefühlt wie so ein Foto vor euch stehend filmen, geht einfach in die Third Person, ist ein bisschen angenehmer für euch, das Spiel läuft ein bisschen besser und dann ist gut. Aber wir müssen halt festhalten, es ist halt ein Early Access der allerersten Version. Und da müsst halt leider damit erstmal leben, wa? Aber dafür machen wir auch gemeinsam solche Videos, um uns das gemeinsam mal anzugucken. Okay, ist es denn eine schöne Early Access Fassung? Es ist immer ein bisschen problematisch. Early Access, was ist Early Access? Early Access ist für mich ein vollwertiges Spiel, das schon sehr viel Inhalte zeigt und nach gefüttert wird. Hier natürlich haben wir erstmal das Tutorial, aber trotzdem wirkt das Ganze noch ein bisschen sehr roh. Aber nicht von der Grafik her, sondern noch so ein bisschen von ringsherum. Aber vielleicht kommt es auch, wie gesagt, jetzt so in der eigentlichen Karriere. Und ansonsten ja auch mit den NPCs, dass halt da vielleicht ein bisschen mehr dazukommt. Ansonsten die Performance muss schon ordentlich angehoben werden. Es ist nicht mega schlecht. Es gab weitaus schlimmere Spiele, die ich gespielt habe. Ich hatte es eingangs erwähnt. Subways in Hamburg war damals zum Release
ganz schlimm gewesen. Da musstest du alles runterstellen, damit du annähernd irgendwie deine 20, 30 Frames haben konntest und es war halt einfach nicht mehr spielbar gewesen. Und es hat sich bis heute, nach einem Jahr, nach Release, dem Mega-Update, wirklich vollkommen getan. Das Spiel läuft butterweich, macht richtig viel Spaß. Und ich denke mal, das könnten wir auch hiermit erleben. So, jetzt docken wir mir mal ganz kurz an. Sehr schön. Ich sag, manche Sachen klappen ganz gut mit dem Controller, manche nicht. Da müsst ihr die Tastatur leider verwenden. So, Exit. Hat er eigentlich jetzt... Okay. Da könnt ihr auch die Fische mal mitnehmen. Das wäre auch nicht schlecht gewesen, aber die sind ja halt im Winter vorhanden. So, jetzt sind wir noch zum Fischermarkt. Ja, ansonsten sieht es hier echt hübsch aus. Obwohl, es hat sich doch ein bisschen was getan. Das sieht man jetzt hier, wie schön heller es geworden ist. Da ist, glaube ich, problematisch auf dem Wasser, durch die ganze Reflexion und Spiegelung, die ja mit reinkommen sollen in das Spiel, dass das Ganze halt diese Farbabstufung, diese Helligkeitabstufung dann teilweise sehr extrem ins Dunkel gehen. Ja gut, das können wir ja alle, ja, sell all. Gut, ja, das war auch schon das Tutorial gewesen, wie fast gedacht. Enter the shipyard and pushes a boat. You did it, you now have enough money to pushes a boat. To pushes a boat, you need to visit the shipyard. Okay. Wo ist ein Shipyard? Da hinten. Also du könntest ein eigenes Boot kaufen, das können wir uns auch mal angucken. Wenn wir es sofort besitzen und da aufsteigen oder einsteigen können, gucken wir es auch nochmal gleich an. Dann können wir mal gucken. Meine Vermutung ist, dass natürlich mit einem Ruderboot alles ein bisschen problematischer ist. Mit einem normalen Boot ist es vielleicht ein bisschen angenehmer. So, hier sind wir. Ach, aber auch süß gemacht. Ja, das ist unser. Das können wir nämlich anstreichen, wie wir gerne wollen. Genau, hier haben wir den besagten PC. Boats. For sale. Wir haben jetzt... Ach, guck mal, wirklich, wir haben ein bisschen was. Also den können wir jetzt hier zum Beispiel kaufen. Ach, halten. Okay. Ach, da ist es. Süß. Gut. You push us a fine boat, you can now leave the shipyard. Süß das aus. Ja, das könnt ihr auch später dann sauber machen. Das ist auch cool. Das kommt ja später hier auch. Können wir schon darauf zugreifen? Aktuell doch. Oder? Na gut, heute ist aber auch sehr problematisch. Gehen wir mal kurz raus. Ah, so, dümmer Übergang. Sehr schön. Okay, also wir haben das Tutorial haben wir jetzt anscheinend bestanden. Hier sind neue Aufgaben im Office oder was? Ah, okay. Gut, das wird natürlich später auch relativ lustig. Hier holen wir halt unsere Mission immer. Also, wir machen das einfach mal später so. Können wir eigentlich ins Wasser reinfallen? Wie ist denn das? Nö, okay. Nö. So, da sind wir auch schon. Können wir uns hier so ein bisschen... Ach, bewegen können wir uns auch. Das ist natürlich sehr schön. Gefällt mir. Open the door. Ah, oh, das sieht geil aus. Das sieht schön aus. Gut. Oh, wir fahren. Bisschen Geschwindigkeit wegnehmen. Oh, schön. Oh, der schaukelt aber ordentlich. So, mit dem Controller mal kurz ausprobieren. Weil da ist das Problem, ich merke es nämlich jetzt gerade. Ja, das ist natürlich ein bisschen doof gemacht. Also ihr könntet den Controller jetzt verwenden nur fürs Gas geben, weil Problem ist, wenn ihr nach links gehen wollt, müsst ihr genau den Sweetpunkt erwischen. So. Ja, müsst ihr genau den Punkt erwischen. Also es wird ein bisschen schwierig, weil ihr habt auf den linken Stick nach vorne Gas, Leistung runternehmen, der natürlich links und rechts lenken und da kann es schnell passieren, dass ihr beides gleichzeitig verwendet. Aber ansonsten, ja, ist nett. Auf alle Fälle. Aber ihr seht halt, wie sehr das Wasser einfach für Probleme bereitet.
Aber ansonsten sehr, sehr hübsch. Freunde, das war's gewesen. Das war Chips Etsy, der allerersten Folge Tutorial. Es gibt einiges zu tun. Ich hoffe, dass die Entwickler da auf alle Fälle dranbleiben. Ich halte euch auf alle Fälle auf den Laufenden. Das Spiel werden wir jetzt öfters bei uns hier sehen, weil ich denke mal, das Spiel könnte auf alle Fälle das Potenzial haben, was richtig Großes zu werden. In diesem Sinne, Freunde, macht's gut. Auf Wiedersehen und tschüssikowski.